Also meine Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuesten Let's Play. Ich habe mir ausgesucht The Long Dark, ein Titel, der mir letztens schon ins Auge gestochen ist, ist ein Survival Game. Fällt auf jeden Fall unter diese Kategorie, allerdings in der Hinsicht nicht zu vergleichen mit allen anderen. Denn soweit ich das mitbekommen habe, ist hier unser Gegner die Natur und keine Monster oder sonst irgendetwas. Und in der Natur gibt es natürlich auch Wölfe, haben wir eben hier. Da hinten sehen wir noch einen rumlaufen. Und zwar soll ich das so abspielen, Flugzeugabsturz, bekanntermaßen, und wir landen irgendwo in Kanada, anscheinend so eine Holzfäller irgendwas, dorfmäßig, und weit und breit gibt es nichts außer Schnee. Und die Story ist in der Alpha noch nicht available, not available in Alpha. The story of Bush Pilot Will Mackenzie as he struggles to survive, crashed in the wilderness in the aftermath of a mysterious geomagnetic disaster. Alles klar. Allerdings, wie gesagt, nicht möglich zu spielen für uns. Die Sandbox haben wir. Laden können wir anscheinend auch. Ich glaube, soweit ich mitbekommen habe, ist, wenn wir schlafen, dann speichern wir einmal ab. Und hi Karimski. Wie geht's? Wie steht's? Die Options habe ich mir schon vorgenommen, ansonsten weiß ich noch gar nichts von dem Spiel. Und wir starten auch hier mit der Sandbox, mit dem Sandbock. Klar. Choose your Survivor. Alles klar. Wir nehmen den guten Herrn mal hier ganz gescheit. Oder sagen wir hier die Frau. Guck, hier, hübsche Frau, ganz alleine im Wald. Aber oh, komm, wir spielen den Mann. Coming soon. Oh. Choose your region. Alles klar. Wir können unsere Region sogar noch auswählen. Das ist mir allerdings egal. Ach so, Coming Soon kann ich ja eh nicht auswählen. Wir müssen Mystery Lake nehmen. Wir starten. Mysterious geomagnetic storm has brought your plane crashing down into the northern Canadian wilderness. How long can you survive? Okay, Alter. Hier haben wir noch so einen Spruch. He kneeled among the shadows and felt his isolation bitterly. They were savages, it was true, but they were human. Alles klar. Nicht ganz. Flöte, nicht ganz. Es ist mehr oder weniger. Ah, alles klar. Inventar weiß ich direkt Bescheid. Equipment, was haben wir dabei? Alles. Haben wir hier Klamotten, haben wir auch alles an. Wunderbar. First Aids, haben wir Antiseptikum und sowas. Food and Drink haben wir nichts. Material, was zum Anzünden ist das hier. Thunder Plug. Tool haben wir eine Fackel und Streichhölzer. Aber haben wir was zum Schlafen. Ansonsten haben wir nicht viel. Hours to forage wood one. Oh. Oh, ich Vollidiot. Direkt Fail. Irgendwie habe ich jetzt hier Holz gesammelt. Und mir ist schon übelst kalt. Alles klar. Und ja, wir hören den Wind pfeifen. Ich hab direkt verkackt, Alter. Warum sammle ich denn noch Holz? Ich muss hier irgendwie einen Unterschlupf finden. Boah, und es ist so laut, Leute. Es tut mir leid, aber es ist so laut. Ich glaube, es ist schon nicht mehr erträglich. Ich mach mal hier auf 10. Die Musik mache ich mal auf 8, wenn dann mal eine kommen sollte. Hier auch auf 10. Und dann hoffen wir. Alles klar, der Wind muss ja zischen, so muss das wenigstens sein. Okay. Also wir sind am Freesinnigenden. Sehen wir rechts. Und die Condition nimmt ab. Links unten haben wir die Kalorien gesehen. Wir verbrauchen auch Kalorien pro Stunde. Und wir sind richtig hart am Arsch. Fuck, Alter. Also damit habe ich jetzt am wenigsten gerechnet, in den ersten 5 Minuten so hart eigentlich zu verkacken. Aber ich will mir das jetzt hier nicht nehmen. Ich will gucken, ob ich aus dieser Misere rauskomme, ob ich. Weil ich glaube, ich sollte auch nicht unbedingt sprinten, aber ich sehe gerade keine Alternative. Okay, da sind Holzstümpfe. Ist abgeschnitten. Da ist ein Wolf, Alter. Fuck, ich hoffe, der sieht mich nicht.
Ey Mann, Alter, fängt schon mal super an hier. Fängt schon mal super an. Ah, verdammt. Voll die kahle Landschaft. Hier ist doch nichts, Alter. Condition. Wir verlieren immer noch Condition. Unser aktuell eine Hütte. Oh, nein. Die Hütte ist einfach am Arsch, Alter. Deadfall Area. Alles klar. Ja, sorry, aber hier will ich nicht unbedingt ein Feuer machen. Das ist doch voll der Scheiß hier. Den Befehl habe ich noch nicht hinzugefügt. Bitte. Werde ich aber, denke ich, heute auch noch machen. Alles klar, so erster Eindruck, grafisch natürlich, haben wir wesentlich, man kann nicht springen, wesentlich bessere Sachen schon gesehen. Wesentlich bessere. Aber, was ist denn das da? Das Holz aufgestellt. Ich laufe mal hin. Ich habe auch vergessen, was ich gerade sagen wollte. Genau, mein erster Eindruck. Grafisch, wie gesagt, bessere Sachen gesehen. Allerdings lässt es sich sehr angenehm spielen, muss ich sagen. Und die Soundkulisse bisher habe ich ja nur Wind mitbekommen. Ist im Moment ziemlich gut. Alles klar. Hier scheint irgendwie das Ende zu sein. Tunnel Collapse. Was liegt denn da? Backpack. Ah, alles klar. Searching. Cotton Long Take. Wir nehmen jetzt einfach mal alles mit, was wir finden können. Oh, hier kann man sich doch nicht. Hallo? Geh doch raus, Junge! Den kann man auch noch hier durchsuchen, den guten Herren. Alles klar, was zum Anzünden brauchen wir jetzt sehr dringend. Ja, Mann. Eine dicke, fette Jacke, Bruder. Equipment. Clothing. Down Sea Jacket. Ski Jacket. Also Ski, ja. Cotton Long Underwear plus 0, plus 0,6. Anziehen. Boah. Wir haben gar keine Jacke angehabt, Alter. Wir sind immer noch auf Friesen, Alter. Ist klar, wir haben auch nicht gerade die besten. Oh Mann, unsere Kalorien unten links. Also, das fällt, soweit ich weiß, auch bis minus 1500. Und bei minus 1500, also unter 0, fangen wir schon an zu verhungern. Starving, Alter. Sack ich hier ab und zu ganz schön tief in den Schnee ein, anscheinend. Und ich habe Panik. Ich höre die ganze Zeit so Schritte neben mir irgendwie. Scheiße, Mann. Hier ist nichts. Was ist denn das da? Boah, Bruder, mir ist schon richtig kalt alleine durch das. Oh, noch ein erfrorener Typ. Warum er auch immer getot ist hier. Ey, ey. Irgendwas Anständiges. Bro. Ein Reh. Hi. Hab keine Angst. Ein Haus. Ein Haus. Wäre jetzt Granate, wenn hier auch kein Wolf oder so unterwegs ist. Und ich glaube, da ist unser Mystery Lake. Das. Ah, Camp Office ist es. Oh, nice. Nice. Rein hier.
Rein hier, rein hier, rein hier. So cold. I just Oh. want to lay down for a bit. Komm, wir machen jetzt einfach mal ein Feuer. Komm schon. Ist das kalt, Alter? Ah, wie lange brennt es? 1 Stunde 27. Alles klar. Like this has been here a while. In der Zeit, in der wir uns hier ein bisschen aufwärmen, suchen wir, würde ich sagen, am besten mal das Haus hier durch. Denn das ist auch einer der Sachen hier. Man kann sich hier alles ein bisschen Candy Bar essen, essen, essen. Und ich will Equipment direkt was essen, bin ich ganz ehrlich. Wir müssen nämlich zu Food and Drink. Wir müssen nämlich hier zu Kalorien kommen unten. Nice, 200 Kalorien. Wenigstens etwas. Ein Antiseptikum. Ah, Water Bottle. Nein. Ah, nice. Wir haben voll die Sachen gefunden. Durst haben wir noch nicht so großen. Oh. Wir haben einen Feuerentzünder oder so. Noch ein Antiseptikum. Wie lange brennt das hier noch? 1 Stunde 14. Ah, unser Cold geht runter. Das gefällt mir. Und schau mal hier. Hier haben wir eine Laterne. Pocket Beans. Schweinefleisch. Scheint wohl so, als müsste ich mich da hingeben, leider. Etage. Ah, Jerrycan. Mir leid, ich muss ab und zu leider husten. Oh, Soda. Mal hier alles durch jetzt. Wie lange brennt unser Feuer noch? 1 Stunde. Was kann man denn hier Schönes machen eigentlich? Snow. Schmelzen mal Schnee. Und dann tun wir das noch kochen einmal, weil das geht hier auch. Ja, unser Cold ist komplett weg. Das, so lob ich mir das, Alter. Liter. Equipment, Food and Drink, Pork and Beans. Das nervt mich, aber ich muss es einmal kaputt machen. Smashing open. Ich hoffe, es geht nicht zu viel verloren. 11% verloren. Alles klar, das soll mir auch recht sein. Wir essen das gute Ding jetzt. 400 Kalorien gibt uns das. Wir gönnen uns jetzt. Wie viel haben wir noch von dem Wasser übrig? 1, okay. Alles klar. Wir haben keinen Durst mehr. Uns ist nicht mehr kalt. Das Feuer können wir jetzt so ausbrennen lassen einmal. Und ich würde sagen, wir gehen einmal die Stufen hoch hier. Ah, ganz gechillt. Oh, noch ein Toter hier. Okay. Komm, Kollege, hast du irgendetwas dabei? Basic Gloves. Handschuhe für den guten Herrn. Handschuhe für den guten Herrn. Clothing, Basic Clothes, die haben wir an, 0,7, 0,2, alles klar. Die, die wir anhaben, sind besser auf jeden Fall. Und ich würde auch irgendwie sagen, das geräumige Häuschen hier nehmen wir auch als Basis. Wir haben New Sprints, Painkillers, ein paar Pfannen und Töpfe, also eine Pfanne und einen Topf zumindest. Oh, ein Cupboard. Eine Soda. Noch eine Soda. Jeans. Die Condition ist nicht besonders gut aussehend.
Wir haben hier Jeans an 0,5, 0,5, ungefähr gleich. Die wir anhaben, ist sogar noch ein Ticken besser. Looks like this has been here a while. Ah, looks like this has been here for a while. Yeah, bro, you're right, bro. Ein paar Sachen finden wir hier doch noch drin, Digga. Und zwar gucken wir jetzt nochmal. Basic Gloves. 0,8, 0,7, 0,2. 0,8. Anziehen. Cotton Long Underwear. 0,6. Alles klar. Alles klar. Dienst. Das ist auch richtig. Und das ist auch richtig. Und ich würde auch sagen, wir tun direkt unsere Klamotten hier in das Ding rein, das, was wir nicht dabei haben müssen. Damit wir hier nur das Nötigste dabei haben. Einmal die Gloves, das Scarf nehme ich noch mit. Kann rein, das kann rein, das kann rein. Und das war's erstmal. Ja. Thin Wool Sweater, Sweater, ja, das kommt auch noch da rein. Sweet. Rein da. Genug, alles klar. Schauen wir mal, wir haben immer noch Hunger. Clothing, Food and Drink. Wir brauchen anscheinend echt dringend Wasser. Dafür sollten wir schleunigst einmal über den See laufen eigentlich. Was mache ich denn hier, Alter? Alphabetic? Nein. First Aid tue ich hier rein. Antibiotika. Painkillers. Auch 4 Stück rein. Transfer. Ansonsten haben wir auch gar nicht mehr so viel. Würde ich sagen. Weißt du was? Ich tue hier mein Holz rein jetzt. Tool. Nein, Other, nein, Alter, Material. Haben wir schon mal ein bisschen weniger Last auf uns. Es ist halt so überwindig. Ah, so, nochmal Entschuldigung dafür. Alles klar. Was sind das für Geräusche? Mystery Lake. Nett sieht es schon aus. So, atmosphärisch. Es ist nur kalt. Wow. Da ist ja so eine Art Dorf, Alter. Wir laufen mal ganz ungeniert in die Richtung und hoffe, dort fündig zu werden. Einen wunderschönen guten Morgen an alle Zuschauer, die neu dazugestoßen sind. Oh, ein Prybar. Beef Jerky. Alles klar, Bruder, weißt du was? Du haust dir das jetzt direkt rein, das Zeug. Denn wir wollen überleben. Alles klar. Durchsuche meinen Bruder. Nichts einfach, ey. Und es wird hier eine Uhrzeit.
You have survived 4. 16:36 Uhr. Ich denke mal, es wird gleich dunkel. Aber wir können ja eigentlich schlafen, wo wir wollen. Schlafen speichert halt unser Spiel, aber ich würde gerne genug Futter finden, um mit den Kalorien, denn pro Stunde, die man schläft, verbraucht man Kalorien und wenn wir dann aufwachen und dabei am Verhungern sind, ist das halt nicht so besonders. Deswegen möchte ich gerne die Nacht so gut wie möglich verbringen. Sprich mit vollem Magen. Schön ausgeruht. Oh, Mittens. Härtere Dinger, glaube ich. Da läuft Futter rum. Allerdings kommen wir an das Futter nicht ran. Wir laufen über den gefrorenen See und sehen unseren eigenen Atem. Egal wie stark der Wind ist, der Atem ist stärker. Ist auch so eine kleine Besonderheit anscheinend. Aber gut, hier unsere. Boah, habe ich mich. Der Typ hat einfach gegähnt. Lake Cabins. Da sind wir, unsere drei Hoffnungsträger. Ab in die erste Hütte. Cabin. Oh Bruder, da liegt was. What have we here? Ja, Streichholz. Alter Schwede, ey. Quality Winter Coat. Hm, bringt uns das direkt was? Clothing. Quality Winter Coat 1,9. Was verlieren wir denn dadurch? Das hier. Ah, 1,1. Alles klar. Das bringt schon mal mehr. Wenn wir etwas Neues anzuziehen finden. Ich guck mal direkt den Rest durch. Wenn wir schon mal hier in der kleinen Hütte sind. Und zwar haben wir die Basic Gloves und die Mittens. Die Basic Gloves bringen 0,8 und die Mittens bringen auch 0,8 wegen ihrem Zustand. Deswegen lasse ich es jetzt erstmal sein. Und ansonsten haben wir hier die Skier. Das war's. Okay. Und wir kriegen Hunger. Wir kriegen Hunger, Hunger, Hunger. Haben wir nicht immer was gefunden gehabt? Nein. Doch, Candy Bar. Eat. Wir müssen essen, leider. Pfeil und Bogen, ja, das wäre auch eine Alternative. The Outdoors. Die Tür. Habe immer so die Hoffnung, wenn ich von Anfang an ein bisschen reingucke, dass ich irgendetwas Geiles schon mal sehe. Aber hier ist nicht mal irgendetwas drinne. Hier haben wir so eine alte Tasse. Keiner mehr wollte. Ein New Sprint, ein Metal Container. Energy Bar. 350 Kalorien, nett. Schuhe. Oh, wir haben Schuhe gefunden. Haben wir keine Schuhe angehabt oder was? Basic Boots. Schuhe. 0,9. Basic Boots 0,6. Schuhe. Anziehen. Und sollte es eigentlich Schritt für Schritt langsam besser gehen und ansonsten gibt es hier auch nichts. Ja? Ne, hier gibt es nichts. Alles klar. Ist die nächste Hütte. Ein Plastikcontainer. Er ist einfach leer. Leere Regale. Eine Flare, Alter. Wozu brauchen wir denn jetzt sowas? Irgendwas? Ja, einfach ein Pixelfehler. Alles klar. Das sieht auch nicht so besonders aus hier. Ich glaube, da gab es nichts mehr. Wir laufen jetzt einmal rüber hier. Zur nächsten kleinen Festung. Und ich glaube, dort werde ich mich auch gezwungenermaßen über die Nacht bringen müssen. Irgendwie. Damit wir noch irgendwie surviven können. Oh, ein Backpack.
Looks like this has been here a while. Ich brauche auch unbedingt ein Nähkit gerade. Fast am Verrecken, ey. Ich habe wie so einen Holzkopf erste Aktion erstmal Holz sammeln gemacht, mitten im Schnee, ohne irgendwelches Equipment. Und habe mich schon erstmal so zurückgekämpft aus der Erfrierung. Ich bin fast der Zeh abgefallen. Guck mal, ich habe gar keine Beine mehr. Und hier ist einfach nichts drin, ne? Nichts, Alter. Kann das sein? Und ja, hier gibt es Wölfe. Auch schon einen gesehen. Hier gibt es Wölfe. Man kann nicht springen. Alter. War schon jemand hier oder was? Hier muss schon jemand gewesen sein. Oh, Hunger. Also das Spiel ist auch noch in einer Early Access Phase erhältlich bei Steam. Und viele Sachen sind halt in der Early Access Phase, sprich in der Alpha Version, noch einfach nicht erhältlich. Ja. Butter. Hier war noch keiner drin, ne?